Hallo, hier seht ihr euer Rising Selfie zurück bei Let's Speed von Super Mario 64 mit der Glazola Knight. Immer mit am Start. Ja, klar. Mario 64 mit der Glazola Knight. Immer mit am Start. Ja, klar. Ohne mich geht das gar nicht. Ohne mich läuft das hier nicht. So, Lakito ist immer noch. Weißt du? Ja. Ist immer uns immer noch auf den Fersen. Ich fühle deinen Schmerz. Ja. Endlich mal einer, der das macht. So, hier in das kleinste Gemälde. Zum Fliegenpilz-Fiasko, erklimmen den Berg. Mein Mikro ist gerade ganz verrutscht. Lipp. Hui. Hier kann man auch lustig rumbacken. Back, back, back. Oh yeah. Der ist so geil auf deine Mütze, ey. Ist so. Hä? Was zur Hölle? Ja, du hast schon angefangen, lustig rumzubacken. Ja, ohne Witz, ey, scheiß unsichtbare Wand da. Ich bin ge nicht gegen diesen scheiß Baumstamm ge gesprungen oder so. Fuck unsichtbare Wand. Es gibt so zu lachen, da ist nicht zu lachen. Ich lach doch nicht, ich weine. Ja. So So, jetzt schlecht. springe ich ganz so. So schlecht wie du bist, kann man nur weinen. Ach du Scheiße. Mach du das hier, komm, komm, mach du das. Ich komme da einfach, lenk dich die ganze Zeit ab, lach dich die ganze Zeit in die Ohren, erzähl die ganze Zeit nur Scheiße. Mach ich auch so, aber egal. Scheiß kannst du auch ganz gut allein essen. Das ist mir so egal, aber du sollst dabei zocken und ich werde dich auslachen und ich werde dich vernichten. So, Berger Klum, könnte ich mal. 90 Sterne, so. Drei Viertel hätten wir geschafft vom Spiel. Ich glaube, Glazulan hätte es gerade verhindert. Wieder so weit lachen lässt. Er Bei könnte. Autos Ach, hat man okay. eine ganze halbe Stunde gedauert, bis ich aus so einem Lachfleisch wieder rausgekommen bin. Oh, das geht ja noch. Wir müssen jetzt den Hika-Käfig erforschen. Alias, ja, den Hika-Käfig, alias Affenkäfig. Ich bin kein Affe. Du bist so ein kleiner Schimpanse. Ich bin ein Hikaninchen. Kaninchen, genau. Nein, du bist jetzt ein Affe. Nein. Kleiner Schimpanse, doch. Glaube ich nie. Da bist du ein Mikado. Nee. Meerschweinchen. Wenn ich ein Affe bin, bist du ein Meerschweinchen. So einfach ist das. Ach so. Kannst auch ein Pferd sein. Kannst du eins von beiden aussuchen. Was willst du sein? Oh Gott. Ich will ein Mensch sein. Bist du nicht. Doch bin ich. Nein. Okay, dann bin ich halt der Wahnsinn. Jetzt müsste ich einen dusseligen Affen fangen hier. Guck mal. Das bist du da, siehst du? Ein kleiner Schimpanse. Macht Spaß. Ja. Ja, der passt. Das ist schlimmer als der Hase. So. Du darfst auch deine eigene Stimme da schäden. So, dann rennen wir den Affen jetzt hier hinterher, der so richtig schön lahmarschig ist. Moa. Und nochmal. Ganz hinterher, du dusseliger Ich Scheißer. bin kein Kerl. Nee, nee, nee. Ja, Raffi, wo bleibst du so lange? So, zack. Here we go.
So, damit hätten wir 91 Sterne. Hilfe. Ich weiß nicht, wie. Lang. Also wie lange, wir sind jetzt schon seit Boots Schloss, ne? Mhm. Alter Schwede. Wenn du willst, können wir gleich mal eine Pause machen. 8 Rote Münzen sammeln. Ach nee, warte. Wir sind ja schon da hinten, stimmt. Dieses Affengeschrei, ne, das macht mich wahnsinnig. Hör du mal auf, endlich so die ganze Zeit zu schreien hier. Gott. Was denn? Kein Sinn für Affen? Manches! Was? Kein Sinn für Affen? Nein, aber für Humor. So teilweise, weißt du? Ja. Sicher? Ja. Wir sind nicht abhanden gekommen. Nein. Gut, dann kann ich weiter dissen. Unglaublich. Ich weiß, ich bin böse. Sollte ich eigentlich schlachten, aber also, du sagst mir schon einmal am Tag aus, weißt schon. Was? Was mache ich? Du bist ein Vampir. Ach so, ach ja, stimmt. Ach, aussaugen, ach so, ja. Was hast du gedacht, was ich sage? Ausrauben? Ja, ich hab das nicht richtig verstanden. Wasch dir die Ohren, Alter. Zack. Mir ist warm. Erforschen die Steilwand. Mit oder ohne Rutsche? Musst du wissen. Mit? Also ohne geht's schneller. Dann mach ohne. Okay. Ohne geht's ungefähr 10-mal schneller Minimum. Na. Okay, geil. Hatte ich auch noch nie. Ja, das ging wirklich schneller. Das war... So schnell bist du noch nie gestorben. Das war jetzt ganz komisch. Das ist mir auch noch nie passiert. Ja, das hätte ich doch. Der ist so. Das hat es noch nie gemacht. Ja, ohne Witz jetzt. Jetzt spielt es wie ein Hund. Also das hat er jetzt noch nie gemacht. Oh, zack. Hätten wir auch ohne Rutsche geschafft. Haben wir auch. Wupp dich wieder rein. Na, wie viele Minuten haben wir denn schon verplant? 7 Minuten und 30 Sekunden ungefähr. Ich halte Ausschau auf der Brücke. Warte, ist das der letzte Stern? Verdammt. Weiß ich gar nicht jetzt. Mist. Ich glaube... Ja, glaub auch. Okay, dann muss ich mit Münzen sammeln. Aber auch dieses Level hier werden wir ohne Kanone machen. Ja? Ohne Spiele Kanone. Ja, ohne den super Typen, der immer uns die Kanone öffnet. Ah. Ja. Ich jetzt auch mal so voll Sput tun, aber ich mache das ist gehausen. Mach ruhig. Ah nee. Wenn die nächste Kanone kommt. Oh Gott. Überhaupt nicht. Nee, kommt glaube ich gar. Oh doch, klar, kommt noch eine. Scheiße. Rain in der Rainbow Road. Scheiße. Das wird auch ein scheiß Level werden. Da kann ich nicht ganz so viel viel schneller machen. Und so. Huch. Was war das? Ich hab meinen Hals von innen gekratzt. Das hat sich angehört wie ein Schwein. Oh Mann! Jetzt musst du nur ein bisschen quietschiger machen, dann bist du Meerschweinchen. Nein! Mach das nicht quietschiger. Lass mich in Ruhe mit Meerschweinchen. Ja, du bist hier das Meerschweinchen, also. Ich bin ein Hikali. Ja, das Meerschweinchengeräusch. No. Oh. Hasen können auch quietschen. Aber nur wenn man ihn ganz doll geht. Ach so, woher weißt du das denn? Bist du Tierquäler? Nee, eine Arbeitskollegin von mir damals hat ein Kaninchen. Ach so, war die Tierquäler? Nee, die musste zum Tierarzt nehmen. Ach so. Und da hat sie zum ersten Mal ein Kaninchen quietschen gehört. Okay. Quietschen gehört. Ja, ich glaube. Ich bin jetzt hier voller Ausländer. Oh,
Boah, Hilfe. Zum Glück schmeißen die mich hier nicht runter. Ich habe immer gesagt, ich schmeiß mit Eiern. Ich schmeiß mit Eiern. Mit faulen Eiern. Das macht man nur zu Halloween. Verdammt. Bei Mario ist immer Halloween. Anscheinend. Da gibt's Pilze. Oh. Die Viecher sind bekifft. Das ist Todds Heimat. Was erwartest du? Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal in die Rutsche, du. Oh. Egal. Muss ja rutschen gehen. Ja, aber die Rutsche ist wenigstens ein bisschen anspruchsvoller und schöner. Oh ja. Ein bisschen. Ein bisschen? Ach nee, das ist übrigens doch noch nicht der letzte Stern. Habe ich jetzt gerade so. Der Alzheimer war weg. Ja, einmal. So schnell wie er kam, war er wieder weg. Es bleibt ein Mysterium. Es ist und bleibt ein Bild. Oh Gott, das hört sich an wie aus einer SpongeBob-Folge. Ja, ja. Ich hasse SpongeBob. Ich auch. Das ist was für kleine dumme Kinder. Ja, für die heutigen, weißt du. Deswegen sind die auch so scheiße heute. Vor allem, SpongeBob sollte mal eine Moral vermitteln. Vor allem, eigentlich war das ja für Erwachsene geplant, ne? Die Serie. Ja, war wirklich, ohne Witz so. Die sollte eigentlich nicht für Kinder sein, die sollte für Erwachsene sein. Das ist aber irgendwas schief gegangen. Ja, irgendwas. Bei Nickelodeon haben die zu viel getrunken oder so. La, Gesichter und Sterne und Mond. Ich glaube kaum, dass Erwachsene sich einen Schwamm angucken. Jetzt seien die haben was getrunken. Ich guck oder was nur, genommen. Ich guck mir nur Patrick an. Patrick Beste. Okay. Und zwar nicht der Swayze, sondern der Star. Oh, scheiße. Das wird jetzt scheiße. Jetzt wird's lustig. Oh, ich hab's gekriegt. Gut. Guck mal, er kann auf einmal wieder stehen, weil es auf so einer Schrägen. Jetzt rutsche ich gleich rückwärts, der Sack. Ja, derbe rückwärts rutschen. Arsch voraus! Ja, ich kann nicht Arsch voraus machen. Ich muss jetzt rückwärts rutschen. Mit Steilkurve. Derbe Steilkurve nehmen. Und jetzt die Supersprung. Rückwärts da rein. So. Und wieder raus. Bäh. Wir haben jetzt aber verdammt viele Münzen, ne? Was war das denn jetzt? Und jetzt hole ich mir erstmal den einen Stern mit der Kanone. Eigentlich, den man eigentlich mit der Kanone machen muss. Putz! Oh. Das hätte schief gehen können. Ach, das geht eigentlich von hier. Normal. Ich muss. 15 Leben, ey. So, komm, den letzten Stern holen wir uns auch noch in den Part hier. Okay. Halte auch schon auf der Brücke. Das war übrigens gerade der falsche Stern, den wir gemacht haben, aber egal. Stern ist Stern. Eben. Ja, Raucherhusten wieder. Von wegen gerade was gegessen, ja. Rausgegangen und geraucht hast du. Ich hab Paprika geraucht. Boah, dieses Affengeschrei, ne? Kannst dich nicht endlich mal zusammennehmen? Entschuldigung, ich kenne auch nichts von meinen Verwandten. Brüllaffen. Ja, sicher! So, das wird jetzt ein bisschen tricky hier. Aber funktioniert. Siehste, das Level haben wir nochmal richtig geil abgeschlossen, ne? Verrecken, aber egal. Interessiert keinen. So, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Und wenn Glatzula sich jetzt hier einkriegt, dann kann sie auch noch Tschüss sagen. Wenn sie nicht gerade am Sterben ist, würde sie das auch. Naja, ich sag schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Euer Rising Star Epi. Ich auch. Bye.